Ja, einen wunderschönen Nachmittag. Heute wieder bei unserer virtuellen Gruppenstunde der VGS. Heute wieder mit Marion und Dominik. Und ich habe wieder einige Sachen für euch vorbereitet. Unter anderem, Marion, was machen wir heute? Wir werden wieder ganz viel basteln, neue Sachen echt sagen, vielleicht auch singen und viel Spaß haben. Genau so schaut's aus und gleich geht's los. Also viel Spaß bei unserer Gruppenstunde. So, als nächstes basteln wir ein Osterhühnchen. Und wie das Ganze funktioniert, beziehungsweise was wir brauchen, erkläre ich jetzt gleich mal. Wir brauchen Papier. Wir haben verschiedene bunte Papierreste, muss ja nicht immer das Neueste sein. Dann brauchen wir Stifte, egal. Schere, Kleber und Wolle. Also, wir fangen mal an mit dem Grundgerüst. Das ist dieser lustige Körper da. Und ich habe da mal was vorbereitet. Und zwar habe ich die Vorlage schon gemacht. Du kennst einfach irgendwie, Marion hat gesagt, das schaut aus wie eine komische Kartoffel. Also ich habe jetzt ca. 5 Versuche gebraucht, bis ich es irgendwie zusammengebracht habe, dass es was gleich schaut. Aber das ist ganz egal. So. So, jetzt haben wir mal gleich den Körper. Nicht so schlecht. So, was brauchen wir als nächstes? Die Marion kann euch einmal vielleicht einmal erklären, wie die Füße funktionieren. Das sind nämlich so lustige Ziehhormone, Monika-Füßchen. Wie funktioniert das, Marion? Ihr braucht einfach 2 Streifen von Papier, also egal ob es gerade sind oder ein bisschen buckelig, muss es sein. Und das sollen halt, wenn es aber geht, beide gleich breit sein. Einmal. Und dann die zweiten. Und dann gehören die 2 Teile so aneinander geklebt. Das mache ich jetzt mal. Und dann könnt ihr beginnen, die so zu falten, dass immer eins nach dem anderen kommt. Das heißt, es ist jetzt in die Richtung, dann muss ich wieder rauf und so rüber und wieder runter und so rüber. Gut, und während die Marion dabei weiter faltet, kommen jetzt unsere nächsten Körperteile da, nämlich da die Flügel und gleich oben der Kamm, wenn es jetzt ein männliches Huhn ist, quasi ein Hahn. Wie gesagt, ihr kennt sich da kreativ total austoben. Ich zeichne da alles relativ gleich knapp beisammen, weil da kann man Papier sparen. Falls ihr übrigens jetzt kein Buntpapier mehr zu Hause habt, weil es leider gerade die Geschäfte alle zu haben, gibt es einige Shops im Internet, die das liefern. Da fragt es am besten Mama und Papa. Und wir haben natürlich auch in Ips ein Papierwarenfachgeschäft, wo auch nach Hause geliefert wird, habe ich mir sagen lassen. Wir werden euch dann die ganzen Links am besten da unten verlinken. Also da quasi. Weil es ist ja klar, dass man vielleicht jetzt nicht so viel Buntpapier zu Hause hat. Wichtig bei den Füßen ist, dass ihr da ein Stück nur überlasst, weil da wird es dann beim Huhn hinten dran geklebt und das, was da übersteht, kann man wegschneiden. Ihr könnt es auch ein bisschen kürzer schneiden, also so viel brauchen wir nicht, aber so, dass ein kleiner Teil überbleibt. Und das Ganze noch einmal wieder 2 runterschneiden, zusammenkleben und hin und her halten. So. Wir haben jetzt einmal die Flügel ausgeschnitten und den Kamm. Den werden wir jetzt einfach gerne alles aufpicken auf unser Hühnchen.
So, dann fällt natürlich noch für das Hühnchen ein Schnabel. Auch da entweder selber aufmalen oder ausschneiden. Wir entscheiden uns jetzt für die Variante mit dem Schneiden. Da habe ich jetzt übrigens was ganz schwarz aufgezeichnet, ein längeres Dreieck. So. Ihr könnt die Füße natürlich auch in Gelb machen oder ganz bunt. Die Kreativität ist freien Lauf gelassen. Genau. Und für die Augen könnt ihr es jetzt entweder so Wackelaugen verwenden, wenn ihr solche da habt. Die schauen wir mal ungefähr so aus. Oder ihr könnt es einfach selber aufmalen. Das machen wir jetzt einmal. Gut, wie es ausschaut, die Marion ist auch schon ziemlich fertig jetzt mit den Füßen. Die werden dann nämlich auf der Rückseite aufgeklebt. Wieder Stückel freigelassen. Und jetzt kleben wir das längere Stück. Da kommt der Kleber rauf. Das kommt dann so hinten auf das Huhn rauf. Und das kann man dann nach vorne biegen. Und das zweite auch. In der Zwischenzeit habe ich eine extrem schwierige und aufwendige Vorbereitungsarbeit gemacht. Ich habe ein Stück Faden angeschnitten, wo wir dann das Hühnchen dann aufhängen können. Und ihr könnt euch natürlich jetzt entscheiden, ob ihr es da oben zum Beispiel mit einem Locher oder mit einem Bleistift ein Loch einsticht. Wir entscheiden sich einfach dafür, dass wir das aufkleben an die Rückseite und dann ihr könnt ein kleines Stück Papier, was überblieben ist, da drüber bitten. Dann bleibt nämlich der Faden da hängen. Und haben wir schon unsere zwei Hündchen und hängt das zum Beispiel einfach ins Fenster. So, viel Spaß und gleich geht's weiter. Das war das Lied Aramsumsam für euch zum Mitmachen. Genau so ist es. So, unser nächstes Spiel ist auch ein Klassiker, nämlich Schere, Stein, Papier. Ist, glaube ich, auch relativ klar und einfach. Es gibt drei verschiedene Möglichkeiten, nämlich Schere, Stein, Papier. So, was schlägt was? Die Schere schlägt das Papier. Der Stein schlägt die Schere und das Papier schlägt den Stein. So, dann geht's gleich mal los. Schere, Stein, Papier.
Schere, Stein, Papier. Ha! Gut, Marian hat gewonnen, so schnell geht's, aber wir haben noch eine weitere Variante dieses Spiels, nämlich Monster, Dame und Mönch. Okay. Bei dieser Variante gibt es nämlich drei Figuren, nämlich das Monster, dann die Dame und den Mönch. So, Marian, wer schlägt wen? Also das Monster schlägt die Dame. Die Dame schlägt den Mönch und der Mönch schlägt das Monster. Okay, dann probieren wir es gerne. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Du schlägst mich. Also, wie du siehst, ein bisschen aufwendiger und ein bisschen mehr so Mitdenker, aber es macht sicherlich viel mehr Spaß und dann, ja. So, wir machen jetzt noch ein Himmel und Hölle und ich zeige euch jetzt, wie das geht. Dazu braucht ihr ein quadratisches Blatt. Ihr könnt auch aus einem A4-Blatt ein quadratisches machen. Und dann beginnen wir schon mal. Wieder wie bei der schon bekannten Falltechnik für die Schachtel. Spitze zu Spitze. Und wieder aufklappen. Die andere Spitze zur Spitze. Auch wieder aufklappen. Jetzt Mitte und Mitte, also wie ein Buch. Aufklappen und auf die andere Seite. Jetzt sollte hier wieder ein Stern entstehen. Nun werden wir die Spitzen zu der Mitte biegen, feststreichen und die nächste. Das bei allen vier. Jetzt ist wieder ein kleines Quadrat entstanden. Das drehen wir einmal um und wir falten wieder alle Spitzen zur Mitte. Jetzt ist wieder ein kleines Quadrat entstanden. Damit das besser zum Auffalten geht, biegen wir nochmal kurz zur Mitte, machen sie wieder auf und dann sind hinten so kleine Falten so zum Aufbiegen entstanden und da fahren wir mit allen Fingern hinein, biegen sie uns zurecht und fertig. Ja, ein Klassiker für Kinder zu Hause ist natürlich auch selber Knete machen und das werden wir jetzt gerne machen. Wir haben da schon Knete vorbereitet, aber wie funktioniert das jetzt? Vor allem, was brauchen wir dazu? Wir brauchen einmal Mehl. Dann brauchen wir Salz. Wir brauchen Zitronensäure. Und Öl. Wie ihr seht, das sind alles ganz natürliche Lebensmittel, also ganz ungefährlich. Es gibt im Internet auch noch Rezepte mit einem Alan. Das ist eine Chemikalie. Da wird die Knetmasse zwar länger haltbar, aber ohne dem Ganzen wird es natürlich dann viel ungefährlicher. Das heißt, theoretischerweise, wenn es da ein Teil verschluckt oder was, kann nichts passieren, weil es wirklich nur natürliche Sachen sind. So, dann fangen wir an mit unserer Mixerei. Und zwar brauchen wir unsere Schüssel jetzt alles zusammenmixen. Und zwar, wir brauchen jetzt einmal 500 Gramm von Mehl. Das ist jetzt da 1 Kilogramm, das heißt, wir werden jetzt da mal grob geschätzt die Hälfte von dem Mehl in unsere Schüssel geben. So. Ja. Wird circa die Hälfte sein. Da, was brauchen wir noch? 7 Esslöffel Salz. Das müssen wir mal machen.
weil ich habe nämlich vergessen, dass man da einen halben Liter warmes Wasser braucht, das holt dabei in der Zwischenzeit. Esslöffel von der Zitronensäure. Esslöffel. Eins. Zwei. Drei. Perfekt. Dann wird das Ganze aber relativ grob vermischt. Das geht im Prinzip, dass es einfach ist. Schüssel rein und herschüttelt. Dann fehlen uns noch 7 Esslöffel von Öl. So. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Genau. Und jetzt werden wir die ganze Masse mal auf, einmal ein bisschen zum Durchmischen. Mache ich jetzt mit das Wasser. Und jetzt werden wir dann nach und nach ein bisschen Wasser hinzufügen. Probieren wir es einmal. Nicht alles auf einmal, weil das funktioniert beim Messen. Das haben wir vorhin schon getestet. Ihr könnt gerne eure Geschwister oder eure Eltern fragen, ob sie euch damit helfen, damit ihr es nicht alles alleine machen müsst. Genau, ich bin nämlich voll froh, dass du die malen wolltest, dann macht das nämlich perfekt. Und falls das vielleicht irgendwie zu viel Wasser erwischt hat, dann könnt ihr einfach noch ein bisschen mehr Mehl nehmen. Und falls das Ganze zu trocken wird, könnt ihr auch noch ein bisschen mehr Wasser nehmen. Das ist einfach eine Gefühlssache, wenn man sicher, da kommt es noch nicht drauf, wo es funktioniert. Bei uns schaut das jetzt, glaube ich, schon mal nicht so schlecht aus. So, dann brauchen wir noch Wasser. Für die Größe noch der Eiche könnt ihr natürlich dann einen Mixer verwenden. Da sollte dann definitiv der Mama oder Papa dabei sein. Oder wie gesagt, schon ein sehr großes Geschwisterchen. Mit dem Wedat. So. Ja, danke, die Maren greift man so zur Hand. Es geht natürlich jetzt ein bisschen in den Urlaub, es ist quasi ein bisschen so ein Fitness-Training so nebenbei. So, aber im Großen und Ganzen, wenn es dann in etwa so ausschaut, seid auf der richtigen Spur und am besten ist, ihr werdet den Teig ein bisschen rasten lassen. Das haben wir auch gemacht und wir haben wieder was vorbereitet. Ihr müsst jetzt das ganze Wasser nehmen, das 16 ist. Oder? Genau. Unser Teig hat jetzt schon gerastet und damit das Ganze nicht so ganz fad ausschaut, werden wir das jetzt einfärben. Da gibt es verschiedene Lebensmittelfarben, entweder in so kleinen Tuben. Gibt es jetzt aber natürlich auch passende Jahreszeit Ostereierfarbe mit so einem Pulver und Wasser zum selber rühren, das ist dann ganz egal. Wichtig ist halt nur, dass es Lebensmittelfarbe ist. Und damit wir nicht voll werden und weil es einfach hygienischer ist, danke sehr, nehmen wir Handschuhe dazu. Die Farbe der Handschuhe ist übrigens vergrünscht. So. Dann könnt ihr euch da einen Teil einmal runternehmen. Am besten nur mal ein bisschen durchkneten und dann versucht ein kleines Loch da zu machen. Aber nicht bis am Tisch, nur so eine kleine Höhle. Und da
Daumen und mit dem Zeigefinger, dann könnt ihr gleich mal eine Farbe eingeben. So, was für Farben nehmen wir jetzt da? Wir haben jetzt schon blau und rot, haben wir schon. Wir könnten was mischen. Ich bin für rot und blau. Rot und blau. Dann jetzt lila. Cool. Dann nehmen wir mal grün. Mit was für einer Farbe soll ich das jetzt mischen? Das kommt bei Gelb aus, so braun wahrscheinlich. Blau, grün. Ich probiere das einfach mal mit grün und blau. So. Und ihr seht schon, warum das so wichtig ist. Da werden die Finger sonst ganz farbig. Welche Überraschung, es wird eher so grün und türkis, blau irgendwie. Und ich habe nur zu wenig. Ich muss ein bisschen was dazu geben. Übrigens, wenn Sie vorher den Teig aus der Schüssel gibt es dann raus auf eine saubere Oberfläche, so wie ein Tisch, streut dann noch ein bisschen Mehl auf die Oberfläche, dann kann man es besser durchkneten und ich würde sagen, es sollte am besten nicht bieten bleiben irgendwo und so richtig schön gummig sein, dann hat er die perfekte Zusammensetzung. Gut so, also ihr wisst, wie es funktioniert und bin gespannt, welche Figuren ihr mit eurer Knetmasse macht und viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Ja, ich hoffe, ihr habt heute viel Spaß gehabt bei unserer virtuellen Gruppenstunde, genauso wie wir zwar. Und die Marion hat wie immer das letzte Wort. Like dieses Video, teilt dieses Video und folgt unserer Seite. Es gibt jetzt drei. So, unser nächstes Spiel ist auch ein Klassiker, nämlich Stadt, Land, Fluss haben wir schon gespielt.